Oder-Welle. Aktuell. Traumhaftes Wetter dieses Wochenende in Frankfurt, Oder und in Brandenburg. Heute haben wir mal unsere Studios am Oderturm verlassen und sind raus zum Helenesee. Und hier direkt am Haupteingang vom Helenesee, der Uwe vom Helenesee-Team. Hallo Uwe. Hallo. Uwe, wir wollten mal so gucken, weil am Wochenende sollen es ja wieder so Temperaturen werden zwischen 33, eventuell sogar ganze 35 Grad. Das ist ja wirklich ein Rekord mal wieder. Damit verbunden ist natürlich aber auch die Waldbrandgefahr. Und die ist, wenn ich das hier so richtig bei euch sehe, bereits schon auf Stufe 5. Was muss man denn da so beachten jetzt, gerade hier am Helenesee? Wenn 5, das ist ja die höchste Gefahr, ne? Sehr hohe Gefahr. Also die Waldbrandgefahr ist eins unserer Top-Themen. Das allerletzte, was wir brauchen, ist hier ein Waldbrand, egal ob innerhalb des Geländes oder außerhalb des Helenesee-Geländes. Deswegen versuchen wir, alle Maßnahmen und darüber hinaus auch noch weitere Maßnahmen zu ergreifen, um dem vorbeugend schon Herr zu werden und einen Waldbrand möglichst zu vermeiden. Wie gesagt, wir haben die Waldbrandwarnstufe 5. Das ist die höchste, die ausgerufen ist. Die ist auch nochmal an allen Zufahrten und allen Eingängen beschildert. Und nochmal zur Sensibilisierung der Gäste. Ich glaube, die Polizei warnt auch immer oder weist darauf hin, dass man auch nicht irgendwo mitten im Wald parkt, das Auto, weil auch das könnte einen Waldbrand auslösen. Genau, das hatten wir zum Beispiel letzten Samstag in Zusammenarbeit mit der Polizei, die dann auch sehr schnell reagiert hat. Wurden nochmal Verwarngelder ausgesprochen für wirklich rücksichtslose Fahrzeughalter oder Fahrzeugführer, die einfach ihre Autos im Wald abstellen. Wir haben ja diese Diskussion oder dieses Thema auch mit unseren Campinggästen auf dem Platz, die auch gerne ihr Auto neben dem Zelt haben möchten, aber das ist bei uns nicht möglich, weil... Wie sieht das mit Grillen aus? Gerade bei Campern, habt ihr da öffentliche Grills oder ist Grillen komplett verboten auf dem Gelände? Also wir haben das sehr, sehr eingeschränkt. Tagesgäste, wie dort unten beschildert ist, dürfen gar nicht grillen. Das hat mehrere Gründe, aber Top 1 ist natürlich die Gefahr, hier ein Feuer zu entfachen. Es ist ja auch immer Thema mit unseren Campinggästen, warum dürfen wir nicht mit unserem Auto neben unserem Zelt stehen. Und wenn man ihnen aber erklärt, dass wenn wirklich der Worst Case eintritt, dass dann ein brennender Wald mit Zelten schon sehr, sehr, sehr unbequem für die Feuerwehr ist, dass wenn dann noch 50 oder 100 Autos sich als Brandherde entfachen, dass es dann nochmal das Risiko und die Gefahr potenziert, dann verstehen die Leute das auch. Und wir haben ja genug Parkplätze, wir versuchen auch den Gästen dann kurze Wege zu ermöglichen. Und Was ich ja auch skurril finde, ihr habt hier sogar stehen Shisha-Verbot. Kommen hier wirklich Leute, die so mit ihrer Shisha jetzt hier rauchen wollen, ja? Ja, hatten wir im letzten Jahr auch schon, deswegen ist das Thema auch für uns nicht neu. Wir haben ja relativ viele Besucher auch aus Berlin. Und da diese Shisha auch gleich mehrere ungünstige Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel Rauchentwicklung, heiße Glut, wo entsorgt man die? Sie ist aus Glas, sie kann kaputt gehen. Haben wir gesagt, dass wir Shishas generell auch als Unterpunkt vom Glasverbot mit verbieten. Und das setzen wir jetzt in Zusammenarbeit mit unserem Sicherheitsdienst durch. Super, dann haben wir also zumindest schon mal die Sicherheitsvorkehrungen, die kennen wir jetzt schon mal. Eine Frage noch, bevor wir dann auch endlich aufs Gelände können und dann mal an den See gehen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Eine Frage noch, wenn man jetzt am Wochenende kommen will, wie denn am besten? Man hört immer schon von vielen Staus, was ist so der Geheimtipp? Vielleicht gar nicht mit dem Auto kommen, Fahrrad ist wahrscheinlich immer das Beste. Kommt man mit der Bahn her, wie kommt man am besten hierher aus Frankfurt? Also für das bevorstehende Wochenende jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, weil es kann auch dann innerhalb von relativ kurzer Zeit, also früher Nachmittag, kann es heißen, dass wir voll sind und dann auch keine Gäste mehr aufs Gelände lassen dürfen. Radfahrer haben natürlich den Vorteil, immer auch mal an einem Stau, erst gar nicht im Stau zu landen oder daran vorbeifahren zu können oder über einen Radweg ja auch zu kommen. Der Bus, dafür werden wir auch sorgen, dass die Busspur frei hält. Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Rad ist man halt schneller hier und auch wenn wir dann zu sind, auch schneller wieder weg. Wie sieht's aus? Wo parke ich hier am besten und was kostet das? Also wir haben ja drei Eingänge, Ost, Haupteingang und am Weststrand noch einen. Wir machen jetzt für dieses Wochenende, da haben wir morgen Premiere, machen wir unseren vierten Eingang auf, um halt einfach auch die anströmenden Gäste schneller ans Gelände zu holen. Bezahlen des Eintritts wird auch gleich hier an den Kassen verwiesen, wo noch freie Parkplätze sind.
Und das haben wir letzten Samstag recht gut abhandeln können. Dennoch war die Nachfrage größer als unser Angebot und wir mussten dann auch irgendwann sagen, stopp, wir sind voll, wir raten von der Anreise ab, zum Beispiel auf Facebook. Ja. Berliner sollten sich dann möglichst ab Mittag nicht mehr auf den Weg machen, nicht, dass sie hier anderthalb Stunden auf dem Weg zu uns sind, dann nochmal eine Stunde warten, um dann gesagt zu bekommen, ihr könnt gar nicht mehr reinkommen. Deswegen eine Bitte an die Gäste jetzt auch am Wochenende, verfolgt unsere Facebook-Seite, verfolgt unsere Internetseite. Wir werden dort informieren. Wir versuchen auch im Stundentakt die Kapazitäten zu kommunizieren und versuchen, wie gesagt, mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben, der vierte Eingang unter anderem, dass wir die Leute schneller reinbekommen. Wichtig ist aber auch, dass die Leute mitmachen und zum Beispiel Bargeld bereithalten. Wir haben jetzt, wir beschildern nochmal zusätzlich, also wenn man dann schon mal 20 Minuten im Stau steht, dann könnte man ja auch schon mal diese 20 Minuten sein Portemonnaie raussuchen und wechseln. Gut, vielen Dank, Uwe, fürs Erste. Und dann freue ich mich jetzt, dann gehen wir jetzt mal Richtung Helenesee. Uwe, wir sind zwar noch nicht im Wasser, aber dem Wasser schon ziemlich nah dran, genau. Jetzt hier am Helene-Strand. Also wirklich schön, das hier jetzt mitzuerleben. Wie viel Grad hat denn der See momentan eigentlich? Oh, keine Ahnung, auf den falschen Fuß erwischt. Oh, okay. Ich schätze 20. 20, ne? Ja. Ja, das werden wir dann nachher nochmal testen und dann messen wir nochmal nach. Also wie gesagt, dieses Wochenende bis zu 33, fast 35 Grad. Da lohnt das auf jeden Fall, hierher zu kommen. Was muss ich denn bedenken, wenn ich jetzt hierher komme? Wir leben ja jetzt nun leider in Corona-Zeiten. Auch ihr habt wahrscheinlich viele Auflagen. Natürlich hier euer... Naja, genau. Die anderthalb Meter versuchen wir immer einzuhalten. Im Fernsehen übrigens wirkt das immer viel geringer. Da regen sich wirklich die Leute auf. Aber wir versuchen das annähernd so hinzubekommen. Mein Arm ist auch gar nicht lang genug. Ja. Aber wie sieht es denn aus? Welche Corona-Regeln muss man denn hier beachten jetzt, außer die 1,5 Meter? Also im Grunde genommen die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln, wie sie im normalen, in der Außenwelt, sage ich jetzt mal, auch gelten. Wir haben natürlich auch ein spezielles Konzept dafür erarbeitet. Wir haben eine Kapazitätsobergrenze. Wir haben unseren Reinigungsrhythmus verdoppelt. Wir haben Desinfektionsspender in allen möglichen Sanitäranlagen. Wir haben heute Morgen auch nochmal im Hinblick auf die bevorstehende Hitzewelle jetzt auch nochmal die Gastronomie aufgefordert, die Maßnahmen nochmal auszuweiten, nochmal die Abstandsmarkierungen auf dem Asphalt nachzuziehen. Also man sieht es ja jetzt auch, momentan werden ja auch die Abstände eingehalten, ist genügend Platz da. Wie sieht denn das so aus, wenn am Wochenende es dann wirklich knüppeldicke voll wird? Wenn ihr zumindest schon den Parkplatz leer machen müsst, ist dann hier auch alles knüppeldicke voll? Es ist so, wie jetzt auch aus dieser Perspektive, sieht es so aus, als würde sich da wirklich eine große Gruppe von Menschen auf einer sehr, sehr kleinen Fläche befinden. Das war jetzt am Wochenende, hat mir das auch ein bisschen Sorgen bereitet. Ich habe mir dann aber um 15, 16 Uhr am Samstagnachmittag nochmal jemanden mit einer Drohne herangeholt, der dann auch relativ schnell hier war, und wir haben Luftbilder gemacht, einerseits von den Parkplätzen, von den Stränden, auch von den Kreuzungen im Anreiseverkehr, und speziell jetzt, um nochmal auf diese Perspektive einzugehen, wenn man in die Vogelperspektive geht, dann erkennt man auch, dass, also auch im normalen Badebetrieb möchte man nicht so dicht an seinem Nachbarn dran liegen, und jetzt unter Corona-Bedingungen sieht man halt auch so in Luftbildern, dass die Abstände gewahrt werden. Entschuldigung, wenn ich Sie hier beim Sonnenbaden so einfach störe. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Jürgen, in Landwerk meistens Gustl. Gustl, Sie sind hier am Helenesee. Warum? Ja, wir hatten noch ein paar Tage Urlaub und bei dem schönen Wetter haben wir gesagt, werden wir nach Brandenburg fahren. Mecklenburg-Vorpommern will uns ja nicht und Brandenburg ist genauso schön. Woher kommen Sie ursprünglich? Wir kommen aus Brieselang bei Berlin, das ist westlich von Berlin. Kennen wir, haben wir schon mal gehört. Ja, also anderthalb Stunden hergefahren. Und was lieben Sie so an dem Helenesee hier? Ja, ich finde es eben besonders schön, heißt ja auch die kleine Ostsee. Erstmal der Strand, der See, die Temperaturen hier im See, einfach klasse. Parkgelegenheiten, alles gut. Wunderbar, dann vielen Dank. Bitte sehr. Viel Spaß noch. Ja, danke. Entschuldigung, darf ich euch mal fragen, was macht ihr hier am Helenesee?
Na, wir wollen hier baden gehen. Das ist naheliegend. Warum ist es ausgerechnet der Helenesee? Woher kommt ihr? Kommt ihr aus Frankfurt oder von weiter her? Ja, Berlin, wir waren campen und sie ist dazugekommen, weil sie so Lust hat auf Campen, aber kann man ja auch gut machen, ne? Idyllischer Ort und so. Gibt ja auch viele Seen um Berlin herum und in Berlin. Warum zieht ihr euch zum Helenesee? Besonders wegen dem Strand und wegen dem sauberen Wasser, würde ich so spontan sagen. Soll halt auch der sauberste See Brandenburgs sein, ne? Ja, die kleine Ostsee sozusagen in Brandenburg. Wart ihr schon mal zum Helene Beach Festival auch hier? Ja, in der Tat. Ja, war sogar das erste Festival in meinem Leben. Und seither sind schon ein paar gefolgt, also hat sogar besonderen Wert irgendwie. Also eine besondere Verbindung hier zum Helenesee. Ja. Und ihr campt jetzt hier wie viele Tage? Wir haben 2 Tage hier gecampt und fahren jetzt heute wieder nach Hause und machen uns jetzt hier einen schönen Tag am Strand. Na gut, dann wollen wir euch nicht länger aufhalten. Dann viel Spaß hier noch. Ja, und macht's gut. Tschüss. Ciao. Also man merkt schon, ihr betreibt einen großen Aufwand, sogar mit Drohnen. Also ihr nehmt auch das Ganze ernst. Das ist ja wirklich toll, auch für eure Besucher zu wissen. Wenn ich jetzt hierher komme, ihr habt ja noch mehr zu bieten. Ihr habt beispielsweise auch einen Strand für Hunde, ihr habt einen FKK-Strand. Wie sieht es da am Wochenende aus? Ist das auch annähernd überlaufen oder ist da immer ein bisschen was frei? Also jetzt für das bevorstehende Wochenende denke ich schon, dass wir Samstag und Sonntag schon an die Grenze stoßen werden. Und deshalb auch nochmal der Aufruf, wenn ihr uns besuchen wollt hier am Helenesee jetzt, gerade bei diesem schönen Wetter, ihr seid nicht die Einzigen, die auf diese Idee kommen, an einen See zu fahren. Informiert euch bitte vorher wirklich auf Facebook oder auf unserer Internetseite, ob es überhaupt noch Sinn macht, hier in unsere Richtung zu fahren. Weil wir haben jetzt gerade am letzten Samstag bei 30 Grad oder 32 Grad gesehen, dass dann doch der Rückstau schon sehr weit war. Und das möchten wir natürlich verhindern, schon gerne auch im Vorfeld. Was muss ich noch berücksichtigen? Wie sieht es aus bei Getränken und Essen? Das darf ich selber mitbringen, aber es darf kein Glas sein. Ne? Und ansonsten gibt es hier aber auch käuflich Essen und Getränke zu erwerben. Genau, unsere Imbisse haben geöffnet. Man kann aber auch eigene Speisen und Getränke mitbringen. Sie haben es genau gesagt. Wir haben ein Glasverbot auf dem gesamten Gelände. Unser Sicherheitsdienst ist auch damit beauftragt, dieses Glasverbot durchzusetzen. Freundlich, höflich, aber auch konsequent. Was den FKK-Weststrand hinten angeht, da ist ja kommt ja die Kapazitätsgrenze schon alleine über die Parkplätze. Da mussten wir jetzt also auch schon am Samstag sagen, wir können nur noch Leute rauflassen, wenn jemand runterfährt. Die Stammgäste wissen das, die Berliner noch nicht so. Das gleiche gilt für den Hundestrand. Von wann bis wann habt ihr geöffnet? Wir machen um 10 Uhr auf. Wir sind auch, also die Rezeption öffnet um 10, die Kasse öffnet um 9. Wir sind aber auch schon immer ein bisschen zeitiger da, weil wenn ich das jetzt gesagt habe, wird wahrscheinlich sich die halbe Stadt denken, wir sind ein bisschen cleverer als alle anderen und sind dann schon um 9 da und wir möchten natürlich auch nicht überfallen werden. Also um 9.30 Uhr ist eine gute Zeit hier anzureisen. Dann sind wir vorbereitet und dann hat man wahrscheinlich kommt man vor dem großen Stau, vor der großen Welle, die dann auch aus Berlin kommt. Wunderbar. Und ansonsten immer auf die Homepage schauen oder auch auf die Facebook-Seite von euch. Vielen Dank, Uwe vom Helenesee-Team. Und damit gehen wir erstmal zurück wieder ins Studio. Oder Welle.